Okay, glaube ich, zweitwichtigste strategische Funktion in dem Spiel ist die Klasse des Supporters in der Infanterie. Nach dem Squad Leader meiner Meinung nach die zweitwichtigste Rolle. Warum? Der Supporter hat weniger von der Waffenwirkung her und weniger von seiner kampftaktischen Bedeutung eine Relevanz, als mehr ein Supporter, der Unterstützer, sagt es ja schon im Deutschen, ja, übersetzt. Der Unterstützer hat nämlich als einzige Ressourcen frei, die ich platzieren kann. Ich mache das jetzt mal hier ein bisschen versteckt hinter dem Karren. Und zwar, wenn ich die Taste 4 drücke, ja, und die linke Maustaste gedrückt halte, kann ich Placing Supplies, also Nachschub platzieren. Da hat man so ein Nachschubnetz. Ja. Und mit diesem Nachschubnetz kann der Bommel als Squad Leader die sogenannte Garrison, die Garnison, aufbauen. Ja. Bommel braucht dafür einen Schützen, der in der Nähe ist. Und seine Funktion als mit der Taste 6, mit der Zeitstoppuhr. Und dort kann er mit dem Mausrad aussuchen, entweder einen Spawn, einen Einheitenspawn, also einen Gruppenspawn auswählen, oder als zweites die sogenannte Garrison, die Garnison. Mit der Garnison können alle, die in der Kompanie sind, dort spawnen. Da Also muss am man besten nicht aufs gewisse. Feld einfach setzen, weil wenn man spawnt, hat man keine Deckung, sondern man sucht sich dann Genau. einen geeigneten Platz. Du darfst nur nicht zu weit weg von den Supplies sein, das ist das Einzige, was wichtig ist. Genau, das ist Wir nur auf der zeigen es Map. hier jetzt mal einfach demomäßig. Auf der Map kriegt man die auch angezeigt. Da ist ein weißes Kästchen, wo steht Supplies. So. Sind schon. Vielleicht in der Zwischenzeit. Ja, wird schon aufgebaut. Ja. Super, schaut da schick aus, finde ich. Ja. Man hatte ja Kaltverpflegungen dabei, ja. Rationen, eine Funkanlage, super gelöst. Und das Besondere ist, drückt mal die Taste M bitte jetzt. Dann seht ihr auf einmal eingeblendet, man hat einen neuen Spawn. Ja. Also wir sind auf der Map gut erkennbar als A-Able oder Anton Squad. Hier auf der Map erkennbar rechts von der German Lines auf dem Raster Heinrich 9. Da sieht man uns mit dem Periskop unten den Unit Spawn oder den Gruppen Spawn. Und hier, wo wir jetzt gebaut haben, ist die Garrison. Die Garrison kann auch von jedem Kollegen aus einem anderen Squad angesteuert werden als Spawnpunkt. Das ist die Besonderheit der Garrison im Vergleich zum Gruppen Spawn. Jetzt habe ich im Discord geschaut.